Ihr ahnt es schon, es geht mal wieder weiter mit einem Unbox-Video, weil im Mai hatten wir ja vor mit der Sendung die Star Wars Show Deutsch in der Star Wars Lounge. Und da haben wir natürlich jetzt gewaltigen Ärger mit einem den größten. Wir müssen nämlich bei dem Großen einkaufen. Ja, wenn der Große uns Ware schickt und wir uns beschweren, und beim Unbox-Video, natürlich hätten wir jetzt sagen können, machen wir dieses Unbox-Video nicht online, aber wir machen ja unsere Unbox-Videos, ihr seht ja, hier ist ja schon wieder was, ne? Wir machen unsere Unbox-Videos natürlich online, weil für uns ist das ein Randspaß, das wisst ihr, wir sind Film-Fotoproduktion, wir haben an sich mit ganz anderen Sachen zu tun. Und wenn die Schauspieler sich bereit erklären, sitzen die ja hier auch vor der laufenden Kamera, wir machen ja an sich auch richtige Sendungen, wir haben auch richtige Top-Sendungen vor. Am 25.05.2017, auch morgen, wollten dann einige Komparsen, Kostümträger aus Dortmund anreisen. Mal schauen, ob wir das verwirklichen können, ob die vor die Kamera treten. Und wir wollten also, wie gesagt, die Sendung gestalten am 25.05.2017 für euch. 40 Jahre Star Wars und so weiter und so fort, 30 Jahre davon selbst involviert, Werbung etc. Wiederhole mich nicht. Weil Figuren ist für uns an sich nur eine Randerscheinung. Wir hatten das an sich auch schon geklärt, wir haben gesagt, komm, vergiss es. Natürlich war der Kunde sauer, der Kunde war stinksauer, weil das ein Geschenk werden sollte. Und Künstler reagieren anders. Wir haben hier eine Künstlerhochburg, hier sind Künstler aus allen Sparten. Ja, wenn ein, ihr wisst schon, reinkommt, da kann man nicht irgendwie, dann steht man auch die ziemlich dumm da. Ne? Aber egal, ist halt geschehen, Fehler passieren, aber wir sind leider gesperrt, tut uns leid, der Großhändler hat uns gesperrt. Es wurde dem Großhändler auch gerade geschrieben, ne? Ob er uns wieder freischaltet, wissen wir nicht, ansonsten war es das. Dann kaufen wir ihn halt bei Amazon, ist klar. Und dann wird die Ware halt ein bisschen teurer oder günstiger, je nachdem. Denn wir haben auch festgestellt durch diesen Ärger, dass bei Amazon manchmal die Preise unterm EK liegen. Also ich verstehe schon einige Händler, ich verstehe viele Händler, ich habe jetzt mit vielen gesprochen, bin ja, wie gesagt, im Filmfigurentheater sind wir ja seit 2012 mit den ganzen 800 Begeisterten hinter uns und wenigen vor der Kamera involviert und da erfährt man natürlich auch eine Menge und so weiter und so fort. Viele sind ja auch nicht gerade so glücklich, weil die ja davon leben müssen. Wir nicht. Wir können das alles hier abgeben, ist überhaupt kein Thema. Machen wir vielleicht auch irgendwann mal so einen riesengroßen Ramsch-Dings da. Dann stelle ich euch eine Figur vor und sage, komm, hau rein, 1-2 Euro nehme ich. Ja, kann passieren. Weil wenn wir nicht mehr einkaufen dürfen und wenn wir jetzt nur noch bei den Schleppern, Neppern, Bauernfängern einkaufen dürfen, dann macht das keinen Spaß. Aber ich will euch nicht auf die Folter spannen. Ich habe hier so ein kleines Teil heute bekommen. Die Superteile. Die Superteile kommen, weil der Großhändler hat uns ja jetzt gesperrt. Die kommen natürlich jetzt vom Händler selber, also vom Produzenten selber aus China. Und das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Und da war ich natürlich auch irritiert, weil in China bezahlt man halt weniger wie jetzt beim Großhändler. Aber wenn der Großhändler der Meinung ist, er müsste uns Kleinsten ärgern, dann müssen wir Kleinsten halt an die Öffentlichkeit gehen und sagen, hey, wir lassen uns nicht ärgern. Na? Ist klar. So, da ist mal wieder. Ja, ich möchte mich bei Diaries, ne, möchte mich da nochmal bedanken bei ihm, weil er hat uns die Sache hier auf den Weg gebracht. Ne, das ist Kylo Ren, 30 cm groß. So als Ausstellungsstück ist das nicht schlecht, weil wir müssen uns jetzt auch aufs neue Klientel einstellen. Der kleinste hier ist der Maurice, der hat uns schon, ja, ist der Maurice, ist der kleinste, jüngste hier im Club, um die 19 Jahre alt, der uns also schon gesagt hat, mehr Figuren auch für Jugendliche und Heranwachsende, weil gestern war auch eine Oma und ein Opa da, die dann sofort, deswegen habe ich sie ja hier nicht, deswegen sind sie ja schon wieder weg, den R2-D2, zack, wollten die haben, gut. Dann hat man sich obendrein noch versprochen, ist egal. Wenn man weiß, dass das in gute Hände geht, wenn ein Jugendlicher, ein Kind dieses gute Stück dann in der Hand hält und damit eine Freude, wir wollen ja auch ein bisschen Freude schenken, deswegen haben wir auch ein bisschen reagiert auf den Vorfall. Ich meine, Phil, du hast vollkommen recht gehabt, aber was soll ich dagegen machen? Ne? Ich kann ja jetzt auch nicht. Ich meine, ich habe den Ärger jetzt. Ja, ich bin gesperrt, ich darf da also nicht einkaufen, muss jetzt hier bei Amazon einkaufen, um an die Ware zu kommen.
Phil hat auch wiederum recht, dass hin und wieder, und das stimmt ja leider auch, bei Amazon ist alles viel billiger zu haben ist und deswegen ist das bei uns nur Nische. Also ihr seid total recht herzlich willkommen, wirklich tagtäglich, auch in der Star Wars Lounge, auch im Filmfigurentheater, auch bei uns im Kinobereich, Filmbereich, weil wir haben ja hier alle Künstler aus allen Sparten an Bord. Hier verkehren sehr viele, hier haben auch sehr viele gesessen und sehr viele gearbeitet, wo normale Kunden dann immer geguckt hat, war er, war sie das? Ja, war sie, aber ich habe so lange geschwiegen, bis die Künstlerin dann selber gesagt hat, ja, ich bin's, und dann ihre Autogrammkarten, oder der Künstler hat dann seine Autogrammkarten dann dem Kunden gegeben, weil an sich haben wir das hier hochgefahren, das Ganze, für unsere Kunden, die wissen ja Bescheid, die auch solche Videos hin und wieder mal sich anschauen, wegen Inkognito. Wir sind hier Inkognito, damit jeder Künstler hier in Ruhe arbeiten kann, ob das Herr Henning Baum ist, ne? Ich verrate auch nicht, wo er wohnt, also Herr Henning Baum oder Katzenklo, Katzenklo, macht jede Katze froh, oder die anderen sogar, der Bassist von die Supernasen, ja, Drafi Deutscher, der leider auch schon verstorben, also hier sind so viele Künstler, die kommen natürlich jetzt nicht einfach vor die Kamera, aber irgendwann machen wir es doch. Also am 25.05. mal schauen, im Moment ist ruhig, weil viele müssen arbeiten, ne? Großstadtrevier oder Blaulichtrevier oder Revierreport oder die Spezialisten. Heute gerade wieder, der ist sehr oft hier, Mord mit Aussicht. Also wir philosophieren immer noch über die Serie. Schade, dass sie nicht fortgeführt wird in Hängarsch. Ihr wisst ja, in der Eifel, die Polizei aus Köln, die da versetzt wurde in Hängarsch und dann dort ermitteln soll. Und mir gefiel die Sendung. Und auch die andere Sendung war auch nicht schlecht, die hier im Umkreis gedreht wurde. Aber ist leider auch wieder eingestellt worden. Wer überlebt hat, ist Hubert und Staller. Das wird aber im bayerischen Raum an sich produziert, nicht hier im NRW-Raum. Das ist natürlich am Laufen. Da sind wir ja, glaube ich, schon mittlerweile in der 6. Staffel. Ob sie die 7., 8. machen, wissen sie noch nicht. Aber wie gesagt, es ist sehenswert, jeden Mittwoch Hubert und Staller sich anzuschauen. Es ist sehenswert, weiterhin Disney XD zu gucken. Gut, da kommt Kylo noch nicht vor, weil die Rebels sind davor, aber in der letzten Sequenz, vorgestern, war ja Obi-Wan Kenobi und dann war ja das so gemacht, dass er den Luke Skywalker immer beobachtet. Ne? Und viele waren ja schon in Tunesien, viele waren ja auch schon im Hauptgebäude, die dann für einen Film halt immer noch liegen. Also in Tunesien liegen sehr viele Sachen auch noch im Sand, die man da begutachten kann, die da die Filmproduktion damals hat liegen lassen. Ist halt so, sie liegt halt dort. So, wie gesagt, die Filme werden jetzt gedreht. Es wird Episode 9 umgedreht. Laut, ja, ist halt so, weil es sollte doch sehr viel leer, aber ist halt, jetzt wissen alle noch nicht, wie sie das hinkriegen. Die werden wohl die ersten Szenen, also die ersten Sekunden dann irgendwie irgendeine Explosion hochfahren, wo dann halt auch leer dann irgendwie und dann auch. Also das werden sie schon machen irgendwie und dann geht der Film weiter. Also sie müssen komplett alles umschreiben. Ist eben so. Ne? Dann wird halt immer der Dialog oder der Monolog oder der Prolog halt diesbezüglich draufgefahren. Vielleicht macht man dann noch eine letzte Sequenz, wo dann alle Verstorbenen, Han Solo, Leia, die Prinzessin, die Königin und so weiter und wie sie alle heißen, Yoda, dann als Wesen, als Lichtwesen, als Machtwesen dann auch wieder zum Schluss irgendwie. Also der Anfang, der Schluss wird wohl schätzungsweise so sein und der Rest liegt ja mal wieder beim Dramaturgen, der da schreibt und das Set und so weiter. Die Jungs arbeiten verdammt gut, das wissen wir, seit 40 Jahren wissen wir das und lassen wir uns mal wieder in 7 Monaten den Kylo Ren über uns ergehen lassen, ja, den Kylo Ren über uns ergehen lassen. So, ich habe wie gesagt höflich geschrieben, dass, weil wir den Schaden haben. Wir haben den Schaden, ja, also der Künstler war stinksauer, ist klar. Und wir wurden nicht zu unserer Zufriedenheit in dieser Sache, nee, man hat uns einfach, ja, ist kein Scherz, man hat uns einfach gesperrt, wir dürfen da nicht mehr einkaufen, so einfach ist es. Man schickt uns kaputte Ware, wir beschweren uns höflich, war nicht böse, wir haben es halt auch online, weil wir es ja ausgepackt haben, wir haben es ja ausgepackt und haben es ja gesehen, dass das defekt war. So, da hat man schon gestutzt, gut, jetzt hätte man die Filmarbeit einstellen können und sagen können, gut, zeigen wir es nicht, aber wenn man schon vor der laufenden Kamera sitzt und arbeitet,
dann kann man das also auch zeigen. Wir haben ja gar nichts Böses gemacht. Wir haben ja nur gesagt, ups, wie sieht denn das aus? Und dann haben wir darüber philosophiert. Und wenn dann irgend so ein Mitarbeiter dieser Großraumfirma zwischen 50 und 200 Mitarbeiter uns dann den Hahn zudreht, dass wir da nicht mehr einkaufen dürfen, dass wir jetzt die Bösen sind. Wir sind die Bösen, weil wir gesagt haben, wir haben defekte Ware geliefert bekommen. Also meine lieben Freunde, wenn jetzt, wohlgemerkt, wenn jetzt Amazon, und Amazon ist verdammt gut, die fragen mich tagtäglich, ist kein Scherz, wie ist die Verpackung? Wie war die Verpackung? Ihr könnt selber sehen, ich habe sie gerade verschnittelt, die war spitze. Die Verpackung war spitze. Kann ich nicht meckern. War einfach nur, aber wunderbar zusammen. Ja, da lag auch ein Packzettel dabei, wer das gepackt hat, etc. Ich könnte da jetzt sofort involvieren. Ich könnte sofort drucken und einen Top machen. Ja? Und die würden einem sofort helfen. Die rufen sogar zurück. Wir hatten Star Wars Maske, ja, wir hatten eine Star Wars Maske, wisst ihr ja, da haben wir wirklich 3 Monate drauf gewartet, aber war schon längst abgebucht, sag ich, wo ist denn die Ware, ja, irgendwo am Zoll, die haben sich wirklich bemüht, so sieht's aus, ne, darum geht's, sich bemühen, auch im Kleinstkunden, so sieht's aus. Grüße, ich komme. Hallo. Lieber Tim aus Castrop-Rauxel, die Oma hat dir Sachen zurückgelegt, sollte ich auch, mache ich auch, weil das ja zur Sendung gehört. Sie war ja gerade da, lieber Tim aus Castrop-Rauxel. Ich habe euch ja auch das Filmfigurenmuseum ans Herz gelegt. Ist ja nicht weit von euch, ist ja Richtung München-Gladbach. Und hat heute, Freitag, morgen, Samstag und Sonntag geöffnet. Ich habe euch ja alles gegeben. Ihr habt ja alle die Uhrzeiten und so weiter. Und wenn du dir das jetzt hier bei YouTube anschaust, es geht nicht immer, wir können nicht immer die Sendung so generieren und so gestalten, dass ihr das sofort sehen könnt. Es kann schon mal etwas dauern, weil wir das an sich auch Spaß machen. Also YouTube, Sammelfiguren TV, Ultra HD, Web TV gehört zum großen Sondersender NRW TV. Und wir machen so kleine Untersparten. Das Ganze kennt ihr ja mittlerweile durch ARD, ZDF, die ganz neuen Geschichten bei YouTube. Ist halt alles so ein bisschen verworben, ein bisschen verschachtelt. Und so weiter und so fort. So, und meiner einer als Führungskraft sitzt vor der laufenden Kamera und sagt auch, ja, wir haben diese Figur für dich zurückgelegt. Ehrenwort, wir haben diese Figur für dich zurückgelegt. Ich weiß, wie schwer es war, da ranzukommen, jetzt mittlerweile, weil Walt Disney hat die auch nicht mehr so im Programm. Wir mussten halt suchen, wir haben sie aber bekommen. Sie bleibt für dich reserviert, ja, ist versprochen, wie gesagt. Ist ja auch visuell versprochen, der Boss piept da auch gerade wieder rum und lernt vielleicht den sogenannten Boss auch mal kennen, weil ich nun mal der Boss bin, bin die Geschäftsführung etc. pp. Und habe also damit zu tun, das schon seit 40 Jahren. So, ja, wie gesagt, wenn man in Großkonzernen groß geworden ist, einer der größten Konzerne überhaupt mit 198 Filialen, jetzt im Vergessen, weil das gibt es ja alles gar nicht mehr, für die sogenannte Karstadt AG, also wäre dieser Klops, der jetzt hier passiert ist, nicht gelaufen, irgendwo. Also, ja, deswegen muss man sich auch mal dran, ich bin ja jetzt ein Kleinstfokal. Hier, lieber Tim aus Castrop-Rau, hier ist das andere Teil, der liebe BB-8, der wartet auf dich, ja, weiß Bescheid, der BB-8 ist auch für dich zurückgelegt. Grüße, hallo. Ich komme. Hatte gerade einen Musiker, auch einen Künstler, wie gesagt, Namen nenne ich jetzt nicht, aber egal, überall so. Also mittlerweile ist es überall so, ja. Ihre Merchandising auf einem Tapeziertisch und dann will der Veranstalter plötzlich 25% vom Merchandising. Also irgendwie, keine Ahnung, was sich so groß, das war ein Festival, ein Irish Folk Festival und natürlich wollen ihre Musiker das natürlich machen. Grüße, hallo. Auch wir, jawohl, auch wir sind eine internationale Firma. Wir haben, wie gesagt, mit Künstlern aus allen Sparten zu tun. Ob da nur DJ Valdez aus Malaysia hier ist oder jetzt eine Glory-Sängerin aus Ghana. Also wir haben eine Menge. So, und diese Figuren, noch einmal Randerscheinung. Figuren sind Randerscheinung. Also wenn jetzt diese Großfirma nicht einsichtig ist und wir bei dieser Großfirma nicht mehr kaufen können, kein Thema, wir besorgen die Sachen dann bei Amazon. Kostet halt ein bisschen mehr dann.
Wir versuchen es. Wie gesagt, dieses gute Stück ist für den Tim in Castrop-Rauxel zurückgelegt worden. Wie gesagt, wir sind international. Wir unterbrechen einfach ran. Ich habe schon hochgefahren. Und dann ist das so. Der gefällt mir ja immer noch. Und wenn ich mir das so ansehe, gut, das ist jetzt keine deutsche Ware, das ist irgendwie französische Ware, kommt aus Frankreich. Bedingt dadurch, ist aber trotzdem bei Jack's Pacific in Amerika produziert worden, kommt aus dem Hause Jack's Pacific. Grüße! Hallo! Hi! Heute ist eben viel los. Ihr seht, wir haben genug zu tun. Aber ab Juni kommt also keine Videosession mehr. Dann kommt nur hin und wieder mal ein Videoclip, wenn irgendwas ist, was man mal äußern sollte. Ja, also wie gesagt, ich mag ihn. Ich gebe mir ungern ab, bin ich ehrlich. Ne? Also 46 cm groß, er piept, er leuchtet. Jetzt weiß ich nicht, ne, geht nicht, also der Kopf bleibt ja so. Ist an sich ein stehendes. Er steht halt so, ob er den Kopf bewegen kann, weiß ich nicht. Ich habe mir ja jetzt nochmal bestellt, weil dieses Stück ist halt verkauft. Dieses Stück ist verkauft, das kriegt der Tim auf Castrop-Rauxel. Ich lege es auch wieder zurück, verstecke ihn gut, damit er nicht wegkommt. Und natürlich die sogenannte Walt Disney Geschichte. Ne? Die Walt Disney Geschichte kriegt er ja auch, lege ich auch zurück. Habe ich versprochen, die Sendung schauen ja doch viele. Nahm ich jetzt nicht an, dass die doch so gesehen werden. Lieber Maurice, ich bedanke mich natürlich auch für deine Visitenkarte. Ne? Maurice, der Jüngste, auch 9. Wie gesagt, der kauft auch hier unheimlich gern ein. Aber meine lieben Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, irgendwie müssen wir das jetzt doch einstellen, diese Figuren irgendwo einzukaufen. Wir werden natürlich es versuchen bei Amazon. Aber Amazon gewährt an sich nur normalen Verbrauchern auf Kauf, auf Mietkauf, also kaufen auf Rechnung. Wir als Firmen leider nicht. Wir als Firmen dürfen nicht auf Rechnung kaufen. Wir als Firmen müssen im Voraus bezahlen. Wir als Firmen müssen sofort bezahlen. Und wenn man uns dann Mist andreht, ja, und dann nur Bedauern ausdrückt, haben wir den Joker. Und den können wir nicht einlösen. Ja, den sogenannten Schwarzen Peter. Ja, wer den Schwarzen Peter hat, wer kennt das noch? In der heutigen Dattelzeit, in der heutigen Umliegezeit des Internets, Rhabarberkirchen, wer kennt noch den Schwarzen Peter? So, ich habe den Schwarzen Peter jetzt, weil die Großraumfirma mich gesperrt hat, weil ich mich beschwert habe. Ich habe mich öffentlich beschwert, weil ein gutes Recht ist, weil unser Job ist, als Videojournalist schon mal. Ist halt so wie graben, das haben wir so gelernt, auch als Video, also als Filmjournalist, nicht halt schreibender Fakultät, Texturen da auf den Weg zu bringen, sondern halt vor laufender Kamera, mit laufender Kamera gewisse Sachen aufzuzeichnen. So, also heutzutage hat man das Vergnügen nicht mehr. Wenn ein Großhändler Fehler macht, muss der Kunde es ausbaden. Erwägt der Kunde dann, so wie ich jetzt gemacht habe, zu sagen, hey, ja, ne, und zeigt das auch noch, schaut euch das Ganze mal an, ne, wie das hier angekommen ist, dann auch noch gesperrt wird. Tja, dann ist es natürlich schade. Ne? Ja, also ihn hier gibt es auch so gut wie kaum. Geht mal ins Internet, versucht ihn mal zu bekommen, hier den Stormtrooper von Disney, nicht mehr so einfach zu haben. Und wenn, ist er natürlich direkt wieder teurer, wie er jemals gewesen ist. Ja. Unsere Kunden bekommen weiterhin faire Preise. Ob es weiterhin klappt, können wir nicht sagen. Wir hier, boah, ne? BBA, BB-8 und der Stormtrooper bzw. First Ordnung, auch ein Englisch-Talker. Ne? Er spricht halt auch Englisch, kommt wirklich oder kam auch aus Frankreich. Aber mittlerweile stellen wir fest, dass wir sehr viele Ware so aus dem französischen Raum kriegen. Jetzt gucke ich auch nach. Wir haben auch französische Großhändler, niederländische Großhändler, englische Großhändler. Nur, das ist immer mit diesem ganzen Import und Export und das alles. Dann hat es natürlich mehr Spaß gemacht, mit einem deutschen Großhändler zu arbeiten. Aber wenn dieser deutsche, große, super große, mega große Großhändler ein Kleinst Unternehmer es nicht gönnt, seinen Kunden ordentliche Ware zu überreichen, ist klar, ne? Was soll man da machen?
müssen wir alle Leute nach Toys R Us schicken. Und da weiß man ja, wie hin und wieder die Ware da rumfliegt. Ne? Es ist Spielzeug, in den ihren Augen, haben die recht. Aber das hier sind Sammler, Sammlerstücke, das ist ein Sammel-TV, sagt das Wort schon, Film, Figuren und Theater, über 800 Clubmitglieder, über 800 hier auch bei Facebook und so weiter. Ist klar. Ja. Schon ist der Nächste am Telefon. Heute haben wir wirklich reichlich zu tun. Wichtig, sehr wichtig für alle Kunden, die das jetzt sehen, die jeden Tag hier vorbeikommen, auch telefonisch fragen. Wir sind und bleiben immer noch Film, Foto, Produktion. Wir machen immer noch Film, Foto, Überspielung, Aufzeichnung. Alles bleibt. Die Figuren waren an sich eine Randerscheinung. Dass wir jetzt versucht haben zu forcieren, mit der Macht unterwegs zu sein, weil wir 30 Jahre in der Promotion, in der Werbung für Star Wars gearbeitet kriegt. Der Sterne natürlich. So, wir haben natürlich auch Spaßvögel hier, die uns hier ihren... am Muttertag ist ja Wahltag. Ne? Am Mutter ist Wahltag, dann schicken die uns schon hier die Waren, die wir wählen sollen, sind die Minions. Wir sollen die Minions wählen. Ich finde es alles lustig. Gerade ein Anruf ging wieder über Foto, deswegen sprach ich gerade hier rein. Ja, Überspielung, Aufzeichnungen, alles noch da. Filmpool ist noch da. Rotlichtrevier, die Profis und alles ist noch da. Alles ist noch da. Auch die Schauspieler, die Komparsen, alles noch da. Wir machen auch alles. Green Room, Blue Room, alles noch da. Ja, jo, alles kostet Geld, ist richtig. Und sonst ganz kann man es nicht machen. Habe vieles selbst angeboten. Ist kein Thema. Wie gesagt, die Figuren gibt es hier auch ziemlich günstig. Weil irgendwann werden wir sie dann auch entfernen. Weil bringt ja nichts. Was sollen wir da mit den Figuren machen, wenn wir keine einkaufen können? Nur weil so ein Großmogul der Meinung ist, der müsste uns hier ärgern. Ja, müsste uns hier Schrottware anliefern. Und wenn wir uns beschweren, werden wir einfach in dem Einkauf gestrichen. Feierabend. Können wir nicht mal einkaufen. Ende. Ich meine, Schuldanerkenntnis ohne Ende. Aber egal. Ist eben so. Ja, vielleicht beruhigt sich das mal in ein paar Jahren. Vielleicht können wir in 10 Jahren wieder einkaufen. Aber ob ich dann noch Lust habe und Laune habe, da einzukaufen, ich weiß nicht. Mit den Figuren, das ist so eh so eine Sache. Star Wars ist so ein Selbstläufer. Hin und wieder bekommt man so eine Ware nachgeschmissen, hin und wieder bekommt man solche Ware gar nicht mehr und dann super teuer. Heute Morgen noch bei der Kasse gewesen, die mich überzeugen wollte zu sparen, sag ich, worauf denn, auf 0,5% oder was? Da kaufe ich da lieber sowas, hier habe ich mehr gespart, weil das kann richtig Geld bringen. Ist so, manche Figur, wisst ihr selber, kann plötzlich 25.000 Euro auf den Tisch liegen. Ist so. Ja, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Darth Vader mit dem Doppelschwert hat 25.000 Euro gebracht. Also, soll man sich da aufregen oder was? Ja, den kleinen, ja, den kennt ihr doch. Googelt nach den teuersten Hasbro-Figuren, dann schaut, das ist dieser Darth Vader mit dem Doppelschwert. Und dann gab es auch noch Luke. Den dürft ihr auch nie auspacken, weil das Schwert zerbricht ständig. Deswegen bleibt der schön im Display. Kam auch 25.000 Euro, wollte ich nur mal gesagt haben. So, jetzt kann man das, sagen wir mal, das, was wir noch haben oder das, was wir schon haben, einfach in irgendeine Vitrine packen oder in irgendeinem Safe packen und dann warten in 10 Jahren vielleicht, kriegen wir noch das Zehnfache von dem, was wir jetzt ausgegeben haben. Aber wir sind nicht so. Wir sind Filmemacher, wir brauchen das für die Kulisse, damit, wenn die Kamera fährt, hin und wieder mal im Backstage-Bereich solche eine erfasst. Übrigens Poe Dameron, diese Figur wird ja auch mehr, habt ihr schon gesehen? Insofern schaut doch mal nach hinten, also nicht immer vorne gucken, wo die Akteure sind, sondern hin und wieder mal versuchen, euer Auge von der Geschichte abzulenken und mal gucken, was so da steht. So, das sind wir, machen sowas. Deswegen brauchen wir sowas. So, und jetzt stellen wir da natürlich ein, weil wir dieses nicht kriegen. Wir können jetzt nicht bei Amazon 500 Euro ausgeben, wenn wir das im Einkauf etwas günstiger bekommen würden, damit wir auch irgendwie die 500 Euro bekämen, wie ihr wisst ja, Einkauf und VK, leben und leben lassen, ja? Leben und leben lassen, das ist das Wichtigste überhaupt, aber das haben so Großhändler, so richtige Mogule, ganz weit oben, haben das nicht nötig, ja, die zertrampeln uns, fertig aus, ne? Ihr wisst ja auch, an der Wall Street hat einer das Sagen, das ist auch schon bekannt und so weiter, aber sollen wir uns aufregen? Nee. Also bei uns ist im Programm Dreireich, Ditko, das sind wunderbare Figuren, ich weiß, Armeebereich, so eine harte Sache da mit dem Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg,
Napoleon-Figuren und so weiter und Reiter. Das ist immer so eine Sache, Mittelalter geht ja noch. Ne? Wenn wir so ein paar Ritter verkaufen mit Pferden, wir haben viele Kunden, die Pferde brauchen, weil wir hier auch ein Reitgestüt haben. Also mehrere Reitgestüte haben wir hier, also so ist es nicht, wir haben hier alles. Ich habe also auch schon überlegt, in die Reitergerei Filme zu machen, so wie Rammershofen. Ja genau, Nina Rammershofen. Ninas Rammershofen könnt ihr auch mal euch anschauen. Sie ist oben im Hamburger Bereich und dreht dort die Pferdefilme. Über Pferde, hat also auch schon im dritten Programm so eine Art Pferdeflüsterer gemacht. Sie hat also auch schon über Sättel gesprochen, welchen richtigen Sattel man benötigt für sich selbst und für das Pferd angepasst, damit Pferd und Reiter wirklich gut da über den Parcours kommen. Fand ich sehenswert, weil ich bin leider kein Reiter. Ich habe geritten, aber ist schon lange her. Ich habe auch Golf gespielt, habe auch keine Zeit dafür. Aber irgendwann nehme ich das sicherlich wieder auf und mache das. Ist sehr entspannt, über das Feld zu laufen da und die Löcher zu kicken. Aber im Moment macht das so viel Spaß wieder, auch selber vor der Kamera zu sitzen und zu schwitzen und mit euch über Sachen zu philosophieren. Wie gesagt, ihr habt mich involviert, sagt, ey, lasst dir das nicht gefallen. Ich habe es gemacht. Ihr seht, ne, ich habe mal auf euch gehört. Ich habe also, ne, und schon bin ich jetzt wirklich der Dumme. Ich habe jetzt Ware, die ich nicht mehr verkaufen kann, aber wie gesagt, benutzen kann. Ich kann sie halt benutzen, ne, und ist okay. Und wie gesagt, ich komme schon irgendwie, komme ich schon klar damit. Aber seht selber, also ihr beschwert euch, hör mal, schau mal, was da, ne, ist klar, hier war ja richtig Kadaumes, weil das sollten geschenkt werden. Ich bin jetzt der Dumme, ich bin der Geprellte. Und wie gesagt, ob ich nochmal Lust habe, mit Star Wars zu arbeiten, überhaupt mit Figuren zu arbeiten, ich weiß nicht. Weil jeder ist Konkurrent in der heutigen Zeit, jeder ist Selfie, jeder ist nur am Verkaufen. Ey, wie viel hat die wert? Kannst du mir mal sagen, wie viel wert die hat? Immer, wollte ich nicht ankommen. Ich habe nicht wirklich. Ich habe hier einen gehabt, der hat einen Reisekoffer, einen richtig fetten Man wollte haben 3560 Euro. 3560 Euro wollte haben. Habe ich das direkt der Buchhaltung weitergeleitet. Die sollte das mal durchrechnen. Das Ganze hat sich, also die Buchhaltung hat sich das alles angeschaut. Nee, sagt er, ist ja alles gebraucht. War total gebrauchte Ware. Der wollte uns also das komplette Compendium, was er da hat an Figuren, ohne alles, also nur Figuren, lose, total lose Figuren für 3500 Euro verkaufen. Und wenn ich die jetzt für 3500 Euro angekauft hätte, wie soll ich die verkaufen? Frag mal den Schatzladen. Frag mal im Schatzladen. Steht ganz dicke drin. Also genau, im Notfall gebe ich das alles dem Schatzladen für 50 Cent, 1 Euro. Kann er von mir aus reich werden. Das ist mir sowas von egal. Oder aber ich mache exklusiv einen Ausverkauf online irgendwann oder bei Amazon ist mir sowas von egal. Weil Amazon will ja auch noch Prozente haben. eBay will Prozente haben. Mir ist das egal. Irgendwann stelle ich die Figuren ins Schaufenster und jeder, der vorbeikommt, hier, komm, Fünfer, willst du haben? Fünfer, komm, nimm mit und tschüss. Ja, soll ich mich aufregen? Nur weil ein Großhändler keinen Bock hat, mir Ware zu verkaufen? Na, ist traurig. Ist echt traurig. Ich mache es öffentlich, mich kann man nicht verarschen, das geht nicht. Lasse ich gar nicht zu, das geht sofort online, egal was. Die Kamera geht an und dann diskutieren wir das aus. Und die Öffentlichkeit kann zuschauen. So einfach ist das heute. Wir leben hier in der Selfie-Generation. Wir leben online. Es gibt auch online mittlerweile, kann man jeden Tag reingucken, was die da so treiben. Vielleicht mache ich das auch. Vielleicht setze ich auch irgendwann mal eine Kamera hier ein. Hier sind genug Kameras. Also der ganze Raum besteht nur aus Kameras, die aber wie gesagt ausgeschaltet werden, wenn die Kunden reinkommen. Nur die das grüne Licht geben und auch unterschreiben, sitzen dann vor der laufenden Kamera. Nicht nur das, wie gesagt, ja, warum nicht? Na, könnte auch nicht. In so manchen Restaurants kann man reingucken. Ja, kann man sich stundenlang angucken, wie die Leute da rein und rausgehen. Auf Mallorca zum Beispiel. Okay, Katzenberger ist auch nicht mehr da. Lohnt sich also nicht, da online zu gehen. Katze hat aufgehört. Zum Beispiel. Also wir arbeiten jetzt weiter an alle Kunden, die das noch einmal sehen. Richtig. Foto, Film and Copy. Alles bleibt. Alles bleibt. Nur die Figuren, wie gesagt, werden wohl online gehen. In so ein Online-Kaufhaus und dann werden die weggekauft. Ja? Wenn sie weg sind, sind sie weg. Es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, dass die Kunden sich erschrecken, wenn sie die Figuren 1:1 von Star Wars sehen, stehen plötzlich vor Darth Vader. Warum haben sie den Teufel ausgestellt? Darth Vader ist nicht der Teufel, ist ein Sith, aber egal. Bei Darth Maul kann ich mir vorstellen, dass so eine ältere Dame Eschis kriegt, wenn sie da die Hörner auf dem Kopf hat oder so. Habe ich mir auch schon überlegt. Ja? Ich habe ja schon vorgearbeitet. Ich könnte mir jetzt so lauter Hörner und schön bunt
Irgendwann mache ich das. Also ich bleibe weiterhin bei den Filmsachen. Ist nur schade, dass ich die anderen Aufträge nicht zeigen kann. Von Budweiser hatten wir jetzt eine tolle Geschichte. Ja, Budweiser, dieses plopp, plopp, plopp. War okay. Wir haben ja, wie gesagt, diese grünen Räume. Und da waren noch andere, so eine Herr-Frisier-Geschichte da. Wie gesagt, wir machen ja E-Casting. Also die Schauspieler brauchen E-Casting. Wir schneiden das ja auch, damit die, wo die waren, gerade wie gesagt, Mord mit Aussicht. Kollege war da, dann wird er rausgeschnitten oder er war mal, da musste man auch schmunzeln, 7-mal zu sehen in einer Serie im ARD und die Hauptkamera hat dann immer die Akteure aufgezeichnet und er als Komparse, als Hintergrunddarsteller, musste immer vorne und hat dann 7-mal die Pommes gekauft, 7-mal neu Pommes bestellt. War eine tolle Geschichte, wir haben richtig gelacht gerade hier. Wie gesagt, wir schneiden das ganze Jahr so lange, ihr merkt, ein bisschen säuerlich bin ich schon, dass ich leider mit den Figuren beenden muss, weil die Großraumfirma keine Lust hat, freizuschalten und nur bei Amazon einkaufen. Ich weiß nicht, also es kommen jetzt noch, leider, dadurch wird die Sendung ein bisschen anders werden, weil die Ware, die wir in der Sendung mitarbeiten wollten, kommt jetzt leider im Juni. Irgendwann Mitte Juni, ist klar, die kommen jetzt alle aus China. Ist eben so, wir wollen hoffen, dass wir da nicht plötzlich auch noch Zoll zahlen müssen oder was weiß ich nicht alles. Angeblich kostenfreie Lieferung zu Deutschland stand da. Die Koreaner haben uns auch 24 Stunden Zeit gegeben, ja oder nein zu sagen. Wir haben ja gesagt. Es kommen tolle Figuren aus Episode 7 und wir stellen die hier aus. Wir brauchen, es fehlt dann nur noch eine Figur, die haben wir ja auch da, im Notfall nehmen wir die von Hasbro, aber sie würde dann nicht aussehen, dann würden wir die dann auch von Hot Toys oder Sideshow einkaufen. Also wir haben, also die Ausstellung soll stattfinden, egal, dann zahlen wir wie ihr auch, wir sind in dem Moment auch Kunde. Hallo, Grüße, moin moin. So, viele fragen uns ja natürlich auch, was wir mit DIT Co, also dit.com, nee, dit.co, co, also ach, schreiben wir unten rein. So, wir arbeiten natürlich auch mit dit.co, wir arbeiten natürlich auch mit Dreireich US. Dreireich ist klar, es geht da um die alte Zeit des Deutschen Krieges, beziehungsweise des Weltkrieges. So, wir haben hier einfach mal, wie heißt der hier nochmal? Tom Hanks, ne? Ich habe, genau, das ist also Tom Hanks in seiner Rolle. In seiner Kriegsrolle D-Day, ne? Tom Hanks, in seiner Rolle D-Day. Also, es geht darum, so mit solchen Figuren kriegt man da leider immer Ärger, weil ja nun mal, also, obwohl wir haben, ne, geht hier um, ne, also das ist jetzt für die Militärfreunde, die haben wir hier auch. Ne? Also aus dem gleichen Spiel von Tom Hanks, da gut zu sehen. In diesem Film. So, das ist zum Beispiel DIT.co. Könnt ihr mal reingucken, was die da anbieten. Und bei Dreireich US. So, natürlich ist das alles wieder so eine Sache, weil wir ja hier in Deutschland leben. Es geht jetzt nur darum, wie gesagt, wir haben auch verschiedene Großhändler, die haben aber nichts mit Star Wars. Und mit Star Wars haben wir immer nur Ärger mittlerweile und deswegen hat man mittlerweile auch gar keinen Bock mehr auf Star Wars. Weil wenn man beim Großhändler schon Ärger bekommt, dann nur wenn man sich beschwert, weil die Ware kaputt. Also das würde uns mit DIT.co und mit Dreireich und mit den ganz anderen französischen Händlern und so weiter nicht passieren. Grüße, Hallöchen. So, zum Schluss müssen wir aber klarstellen, wir sind freie Künstler und freie Künstler überspitzen schon mal. Ja? Im Fernsehen etc. überspitzt man, wie zum Beispiel Xavier Naidoo, der überhaupt nicht rechts ist, aber egal, der die Marionetten zum Beispiel auf den Weg gebracht hat. Ja, der musste mit seinem Bürgermeister sich 3 Stunden da unterhalten, um klarzustellen, worum es überhaupt geht. Zum Beispiel. So, Xaver ist auch ein Künstler, wie auch wir auch Künstler sind und mit Künstlern arbeiten. Es wird Zeit, dass man dem Künstler auch ein bisschen Respekt entgegenbringt, auch uns Kleinstunternehmungen, Kleinstfirmen auch gewissen Respekt zollt und nicht nur den super, mega großen. Muss auch mal klargestellt werden. So, wenn wir auch diese Figuren hier mit Tom Hanks verkaufen, mit der Blu-ray zusammen und so weiter, das hat nichts mit Nazitum oder rechts zu tun, wir sind total neutral. Beinhaltet jetzt hier mit dieser Figur, die ich jetzt hier erwähne, mit Tom Hanks, das auch die letzte Stunde, also bis zur letzten Stunde,
Den Film könnt ihr bei uns auf unserer Seite Sondersender NRW TV sehen. Ein 15-minütiger Film, ein Kriegsfilm, ein Drama, kurz und bündig. Und erstmal die ganzen Sachen zu besorgen, die identischen Sachen, die identische Szene, das Aufbauen, Umbauen, die große Arbeit. Wir unterstützen nämlich immer Künstler bzw. Studenten, zum Beispiel Bochumer Studenten. Wir hatten sehr viele hier, die ihre Filme gedreht haben, auch im Green Room, in dem normalen Studio dort hinten haben die ihre Filme gedreht. Mädchen ohne Hände zum Beispiel oder andere Sachen hier aus Stromberg. Wurden da einige Szenen waren auch Schauspieler da von Stromberg, den Film und Stromberg die Serie zum Beispiel. Nur zeigen können wir es jetzt nicht, deswegen machen wir unsere eigenen Clips. Und wenn man dann so sieht, dass man dann nicht mehr einkaufen darf, ja, weil man die Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit gesagt hat, natürlich, wie gesagt, im Filmischen kann es schon mal überspitzt werden. Wir haben nämlich festgestellt, auch anhand der Aussagen der Schauspieler, dass viele gar nicht mehr unterscheiden können, ist das jetzt Schauspielerei oder ist es echt. Ja, die ganzen RTL und Sat.1 Geschichten, Blaulicht, Revier oder Achtung, Kontrolle, das sind alles Schauspieler, die ihre Arbeit machen, aber nicht wirklich das gemacht haben, was ihr da gesehen habt. Ja, wir haben auch einen Apotheker, der das nebensächlich macht. Den kann man schon mal im WDR sehen. Hallo, Grüße. Hallo, Meister. Guck mal, alles wieder umgebaut hier. Jo, habe ich gemacht, alles umgebaut. Ja, ich muss euch da immer ein bisschen beschäftigen, da wisst ihr doch. Ne? Das war in eigener Sache, wie gesagt. Wir handeln jetzt ab sofort nicht mehr mit Figuren. Bringt ja nichts, bringt ja nur Ärger. Diese Figuren kriegen wir hier makellos. Die sind genauso wunderbar verarbeitet wie die Hot Toy Geschichten. Da sind unheimlich viel Zubehör. Erstklassig gemacht. Grüße, Hallöchen. Habt ihr noch Glück? Noch haben wir auf. Bis 6, ne? Ne, 5:30. Bis 5:30? Nicht 6. So, 5:30. Mhm. Halb so gut. Jetzt aber, wir haben noch genug zu tun, aber jetzt aber zum Abschluss. Otto Ditko, ja, Militärspielzeug oder Star Wars von Hot Toys oder überhaupt eine Figur von Hot Toys oder Sideshow. Ja, wie gesagt, wir bauen jetzt wieder um. Irgendwann gehen die Figuren ab in die Ecke, dann verkaufen wir die online, was weg ist, ist weg, weil aufregen. Nochmal aufregen mit irgendeinem so Großhändler, der da den Großmogul macht. Ich bin die Macht, ja. Also, wir sind viel mächtiger. Wenn die Kamera angeht, fahren wir da hin und dann nehmen wir das auf und dann unterhalten wir uns vor laufender Kamera. So einfach ist das. Ja? Das ist eben so. Wenn wir einen Fehler machen, vorhin war auch ein Fehler, dann sagen wir den Kunden nicht, oh, wie bedauerlich. Nein, wir machen den Fehler wieder wett und gut ist. Ja? So einfach ist das. Wir sind Industrie 4.0, wir sind total vernetzt. Ja? Ja, jedenfalls, stinkesauer, merkt ihr, so toll finden wir das gar nicht. So toll finden wir das nicht, ja. Weil, machen wir anders, aber wie gesagt, wir haben jetzt nicht die Kunden, also dank Frau Merkel 2015 ist alles so anrüchig, dann ist man alles so rechts, ne? Ja, ihr merkt schon, jetzt mache ich mal wieder... Nee, überspitzt, ich werde irgendwann mal in so eine Rolle, ja genau, ich werde irgendwann mal in so eine Rolle springen wieder und alles mal so wieder so richtig gerade rücken, ne, gerade rücken, versteht ihr? Ja, ne, ja, alles über den Hunderücken, gerade rücken, ja, absolut, ne, also die Wehrmacht mal wieder nach vorne bringen, Zucht und Ordnung und so weiter und so fort, das nennt man leichte Überspitzung. Ich habe ja auch gesagt, dass die Figuren vielleicht nachts im Museum lebendig wurden, dass die deswegen vielleicht so strubbelig waren. Das war auch spaßig gemeint. Aber wie gesagt, der Großhändler ist der Meinung, dass er mehr zu sagen hat und hat mich einfach gestrichen. Aber das Problem ist, man konnte, ja, also einige sind ja auch wahlverdrossen, also die Minions wählen, ne, malt die Minions, wählt die Minions am Muttertag. Na, wie gesagt, als Kunde mal geschrieben, den Groß. Aber man kann ja doch nicht mal den Geschäftsführer dort findig machen. Ja? Man kann den Geschäftsführer nicht findig machen, aber der hat immer das Sagen, weil er zigtausend Leute, mit zigtausend Leuten da verkehrt. Ne? Gut, die könnten wir jetzt auch alle anschreiben, wir sind ja auch eine Firma. Aber die werden uns einen dicken Finger zeigen, weil wir viel zu klein sind. Eine Kleinstfirma,
Eine große Firma, die kann sogar insolvent sein, die kann sogar Milliarden oder Millionen Schulden haben, die kriegt trotzdem noch die Ware. Wetten das? Das ist so. So, wie gesagt, ich habe noch viel zu tun, muss hier noch einiges machen. Und diesbezüglich wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, tollen Muttertag, super Sonntag. Und ob die Sendung startet, keine Ahnung, so richtig Bock habe ich keinen mehr. Ich entlasse euch jetzt mit Ihmchen hier. Ist mal wieder D-Day.